herzlich willkommen zum neuesten Video. Es wird ein bisschen laut. Und ich bin jetzt in dem Video aufs Thema gekommen. Alte und neue Auto, was ich so davon halte. Was so meine Einstellung davon ist. Und eine ganz einfache, eigentlich ganz einfache Sache. Ich habe jetzt ja als neues Auto das erste Mal in meinem Leben wirklich ein neues Auto mit Start-Stopp, mit automatischem Licht, mit Kurvenlicht. Wirklich viele Sachen. Und es ist wirklich perfekt damit zum Fahren. Es ist wirklich unübertrieben, wirklich perfekt. Es macht in dem Sinn Spass zum Fahren, weil du dich einfach auf den TÜV verlassen kannst. Oder du kannst dich einfach drauf verlassen, auf den TÜV, auf das Auto, und das ist halt einfach das Geile, weil ich das noch nie gehabt habe. Aber ich sage jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, wenn du jetzt wirklich zum Beispiel mein Oldtimer, weil ich bin dann mit dem Oldtimer gefahren und einfach gemerkt, Charakteristik ist einfach beim Oldtimer mehr da, viel mehr. Aber durch Charakteristik hast du auch blöd gesagt, sag jetzt mal ganz ehrlich, nicht nur Charakteristik, sondern dann müssen auch Fehler geben, wenn es emotionaler ist, das Auto, und zwar das altes ist. Außer du hättest ein altes Auto, eben zum Beispiel das 50 das Auto, aber jedes einzelne Teil ist restauriert. Aber bös gesagt gibt es in dem Auto Sachen, die schon drin sind. Dann ist es einfach halt Fehler mit dem TÜV beim Auto. Aber wenn ich jetzt wirklich einmal wirklich restauriertes Auto hätte, wie mein Oldtimer oder das Auto, ich hätte zum Beispiel das Auto, dann könnte ich ganz klar sagen, würde der Oldtimer als Alltagsauto mir viel, viel, viel mehr Freude bereiten. Wenn beide Auto top Zustand wäre. Verstehst du, was ich meine? Aber so ist es gut, wirklich so ein perfektes Auto zu haben als Alltagsauto. Und als Spassauto, als Sonntagsauto, ein Oldtimer. Weil wenn dann das Auto nicht gerade sofort anspringt, oder ich sage jetzt mal, ich hoffe es mal nicht, aber Probleme würde geben, dann wäre das weniger schlimm, als wenn du zu arbeiten müsstest gehen und das Auto spinnt dann und macht Faxen, dann wäre es natürlich ziemlich blöd, oder? Also darum, was sehe ich zu neuen und alten Autos, einfach umso neuere Auto finde ich einfach, ist halt einfach umso bequemer zum arbeiten gehen, wenn man schon fix und fertig ist, wenn man den ganzen Tag geschafft hat, wenn man wirklich müde ist, ist es einfach angenehmer. Als du steigst das Auto ein, du bist irgendwie abgenervt von der Arbeit und alles und du bist müde, steigst das Auto ein und willst schnell und du kannst ihn da lassen, weil es zum Beispiel ein Vergaser ist. Du musst einfach sehr extrem lange örgeln, bis er anspringt. So hast du zum Beispiel im neuen Auto, steigst du ein, drückst auf den Startknopf und er läuft. Radio gerade selber an oder kannst Spotify gerade selber an, whatever. Also von dem her finde ich halt, es gibt halt gute und negative Sachen. Das Problem ist jetzt da, wo halt wenn ich jetzt mit dem Oldtimer, wenn der wirklich jetzt wirklich Top-Zweig wäre, könnte ich natürlich mit dem Oldtimer den Tag arbeiten. Ich würde zwar auf sehr viele Kilometer drauf spulen und das ist auch wieder nicht gut, weil es viele Teile gibt, die sehr schwer zu besorgen sind. Vielleicht nicht teuer, nicht. Vielleicht würde das Teil 20 Rappen wert haben. Grundsätzlich, aber wenn du findest, dann nimmst du es mehr. Und darum ist auch ein kleines Ding, warum dass man Oldtimer nicht als Alltag fährt, auch wenn er Top-Zwerg ist, wenn es für geht. Das Problem ist einfach, die Ersatzteilbeschaffung ist je nachdem, was du für ein Auto hast, nicht einfach. Also ich sage es jetzt mal für die ganzen Besserwisser und Hater, ein Citroën, die sogenannte Ente, die kannst du eigentlich von Grund auf neu bauen. Du kannst die aus dem Ersatzteilkatalog, den es heute immer noch gibt oder wieder gibt, kannst du die Enten praktisch neu zusammenbauen. Aber zum Beispiel jetzt das Auto, das ich habe, das wir haben, Audi und der Coupe S. Ich blende euch mal ein Bild ein. Ich könnte auch früher sagen, wenn ich mal damit ein Video machen soll. Für den findest du zum Beispiel als erstes mal davon nur mehr als 30'000 Autos gebaut. Erstens mal. Und zweitens mal haben sie dazu mal ganz, ganz viele Maschinen und Züge und Sachen und Baupläne zu vernichtet und jetzt wird langsam, entweder werden jetzt wirklich Autos sozusagen wirklich ausgeschlachtet und Teile rausgenommen. Teilweise gibt es noch Originalteile rum, aber die sind auch schwierig, ob es die richtigen Teile sind. Und sonst gibt es wirklich solche Leute, die es nachfertigen lassen, oder? Aber das ist je nachdem wirklich sauteuer und schwierig auch überhaupt Connections zu finden, je nachdem. Also das ist, aber sonst, wenn ich jetzt sagen könnte, der Audi fahren, Top-Zustand wäre, top und finanziell kein Nachteil, oder ein Top-neues Auto fahren, als Alltagsauto, ich müsste mich für eins von beiden Autos entscheiden.
Weil safe der Oldtimer nicht. Wenn er wirklich top, top, top Zweig wäre und auch keine finanzielle Nachteile hättest. Der hat mich grüßt. Geil. Nein, das ist auch, wie ihr gesehen habt, ist das Gesicht auch zensiert gewesen. Muss zensiert gewesen sein. So, nein, ich würde sagen, so viel zu meiner Meinung, neue und alte Auto. Es ist einfach viel, viel emotionaler zu fahren. Ich könnte schon mit meinem neuen Auto geil Gas geben, geile Kurven fahren, alles würde super mitmachen, aber es hat ja keinen Sound und nichts. Und ja, also es ist gut, ich will nicht mutzen über das Auto, aber es ist einfach wirklich nur ein Alltagsauto und kein beste Fahrtauto mehr oder so etwas. Da würde ich sagen, wäre es das gewesen. Ich hoffe, ihr habt viel Spass, kein Video. Und bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.